Ja, ich bin jetzt gerade im Zug, auf Weg nach Passau. Unser Zusammenleben muss täglich neu ausgehandelt werden. Diese Worte der großartigen SPD-Politikerin einer Mötzegütz bezogen zwei Neubürger offensichtlich auch auf den Fahrplan der Bahn und verhinderten minutenlang in Moosburg die Abfahrt eines Zuges nach Passau. Der AfD-Landtagsabgeordnete Ralf Stadler zeigte hingegen wenig Verständnis dafür. Der interkulturelle Dialog drohte zwischenzeitlich in einen gruppendynamischen Prozess umzuschlagen. Nein, nein, das filmen wir zumindest nicht. Das müssen wir die Leute sehen. Das ist das. Und wenn man sie mal aufregt, dann ist man dann ausländerfeindlich. Das muss man sich mir vorstellen, oder? Unglaublich. Ja, das sowas. Das muss man sich vorstellen. So läuft es bei uns ab. Wir haben schon öfters, ich bin ja vom Landtag bis zu, wir haben schon öfters gefordert, dass da ein Begleitpersonal in den Zügen dabei ist. Nichts ist los. Und so geht es dann los mit solchen und Messerstechern. Und so kann sie dann abfinden. Und unser Bahnpersonal kann sich mit solchen Leuten rumstreiten. Da, er blockiert den Zug. Keine Polizei mehr. Nichts ist los. Geh mal raus, dann gehen wir weiterfahren. Aber boah, genau. Hey, raus jetzt, Alter. Raus jetzt, Alter. Was ist das? Das ist Behinderung. Was ist los? Ja, so, jetzt. Jetzt kommen wir